Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Wir befinden uns nun in einer neuen Welt, und zwar der Wüste, wie sie standardmäßig die zweite Welt in Nintendo-Spielen ist. Und hier haben wir... Okay, wir haben neue Kampftipps. Okay, was haben wir denn jetzt gesagt bekommen? Das ist eigentlich, naja... Wahrscheinlich, dass ich auf Gegner mit Stacheln nicht draufspringen darf, aber das weiß ich eigentlich. Und ich werfe Gegner sogar um, habe ich gerade gemerkt. Ach du, die hüpfen! Boah, habt ihr gesehen? Die hat mir nur 10 Schaden, glaube ich, gemacht. Und unsere Kleidung mit den Kanonenkugeln wirkt jetzt sogar. Sehr cool. Oh nein, zu spät. Boah, Mario kassiert voll. Siehst du, das liegt ja der Hammer noch nicht so gut in der Hand. Nein. Alles klar, dann bin ich wieder weg. Nein, 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 kein Trio Squash. Stopp, stopp, stopp. Nein, ich will die nicht üben. Nein, stopp, zurück. L, danke. Oh, gut. Okay, machen wir das jetzt weg. Zack, ein Exzellent mit Paper. Okay, wir machen nur 3 Damage damit. Und wir bekommen sogar eine Herausforderung. Aber jetzt liegt er auf dem Rücken. Und wir können drauf hüpfen und extra viel Damage machen. Es ist, aber die haben richtig viele Leben. Merkt ihr was? Die Stachis sind richtig heftige Gegner. Die kassieren einfach mal richtig, richtig Schaden. Das ist hart. Was mich am meisten verängstigt, sind vor allem die 10 Damage auf Mario. Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Ich muss eigentlich fast einen Erstangriff gegen die setzen. Das habe ich es gerade geschafft. Nein. Okay. Das sah aber irgendwie so aus. Naja. Das Schwierige ist eher, die Attacken zu kontern. Hier mit dem Hammer drauf zu prügeln, ist eigentlich relativ easy, dass sie dann umkippen und wir direkt mit einem Exzellent da richtig drauf manchen können. Aber ans... Ach du Scheiße. Hä? Hä? Was? What the... Was hat das für eine Attacke? Ich kann doch gar nicht A und Y fast gleichzeitig drücken, weil die Knöpfe so... Da muss ich ja 2 Finger nehmen. Okay. Wow. Die Gegner sind echt happig und Mario braucht einen Pilz. Mario braucht einen Pilz, der verreckt mir. Seine Verteidigung ist ja wirklich grottig. Also, die Verteidigung kann ja mal wirklich gar nichts. So, wir haben jetzt... Oh nein! Nein! Oh, ich komme mit meinen Knöpfen gerade nicht klar. Kaum spielt man das Spiel mal eine Zeit lang nicht, versagt man einfach auf voller Länge. Oh Gott! War das gut? Eine Pause... Okay, ich sag mal nichts dazu. Der Gegner ist tot, das ist die Hauptsache. Man braucht volle Konzentration für dieses Spiel. Ich komme gerade aus der Arbeit und da bin ich jetzt einfach noch nicht so auf der Höhe. Und der lebt immer noch? Ja, sag mal, wie viel steckt denn der weg? Geh drauf, Kollege! Oh yeah! Obwohl Paper Marios Angriff an sich, die Angriffskraft, jetzt nicht so geil ist. Ich meine, er hat 6-mal mit seinem Hammer drauf und macht auch nur 6 Damage. Also, so viel ist das nicht. Hier haben wir Blumen, die wir wachsen lassen können. Dafür bekommen wir ein paar Münzen. Und hier haben wir diesen Block. Alles klar. Man muss einfach immer rechtzeitig die Knöpfe drücken. Also Leute, euch sei gesagt, dieses Game ist wirklich kein Zuckerschlecken. So gern ich das auch hätte jetzt hier, so ein ganz entspanntes Spiel, aber... Naja, ich sag mal... Nintendo hatte wohl wieder das Bedürfnis, ein schwereres Spiel auszupacken. Ist ja eigentlich eine feine Sache, wenn wir ehrlich sind. Kann ich den kaputt machen? Oh nein, ich nehme an, da bekommen wir nochmal eine extra Attacke, wie wir so große Blöcke kaputt machen können. So, und jetzt geh drauf. Oh yeah. Nice. Das sollte richtig nicht um... Warum drehen die sich jetzt beide um? Lächerlich. Aber mit Paper Mario können wir jetzt direkt beide umdrehen und damit Mario und Luigi zerstören. Nö, die drehen einfach beide wieder um. Ah, da muss ich jetzt hüpfen. Okay, kapiert. Wenn sie diese Laufattacke machen, muss ich hüpfen. Und wenn sie sich zu so einer Kugel zusammenrollen, dann muss ich den Hammer auspacken. Ich denke, das habe ich kapiert. Und jetzt Luigi gibt ihm den Rest. Nice. 10 Damage von beiden. Oh Gott, das ist sehr schwer zu timen. Leute, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu timen, weil der Stachel sehr, sehr langsam läuft. Und deshalb,
ja, muss man halt wirklich sehr, sehr spät drücken. Und ich habe es ja schon mal bei den Goombas gesagt, diese ganz langsamen Angriffe, die sind, boah, die sind grausam zum Kontern. Die sind ganz, ganz grausam zum Kontern. Paper Mario bekommt ein Level up, das sehe ich gerne. Noch ein Level für den Pilzfang. Und jeder Set wird um einen Punkt gepusht. Ist okay. Gibt aber bessere Level-Ups. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Freunde. Und die haben hier ein paar Münzen. Ist hier sonst noch was Besonderes? Warum sind denn hier... Gibt es irgendwie unsichtbare Blöcke? Gibt es sowas in dem Spiel überhaupt? Keine Ahnung. Moment mal, Moment mal. Ich kann doch bestimmt hier dagegen hauen, oder? Nicht? Oh, in Stickers, da ging das immer. Achso, das ist ja ein dreidimensionaler Kaktus. Ich dachte gerade, das wäre ein Papierkaktus aus der Papierwelt. Upsi. Upsi. Oh, was haben wir hier? Wie komme ich denn da hoch? Okay, es muss wohl irgendeine Attacke geben, mit der ich extra hochhüpfen kann. Oh, Leute, wir haben noch so viel zu entdecken. Es gibt noch so viel für uns zu entdecken. Und hier kriegen wir ein paar Münzen für. Dankeschön. So, den Kollegen muss ich angreifen lassen. Dann muss ich ausweichen. Und dann liegt er hier in der Ecke und ich kann draufhüpfen. Dann sollte ich auch direkt einen Ouch-Angriff bekommen, oder? Oh yeah. 3 Damage auf beiden. So, wenn Paper Mario jetzt cool ist, dann dreht er einfach direkt wieder beide um. Und wir können mit Mario und Luigi draufhüpfen. Aber nee. Nee, sowas gibt's hier nicht. Zack. Nein, ich hab doch B losgelassen, Kollege. Ja. Nein, 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 nein. Moment, nicht hüpfen. Nicht hüpfen. Wir machen den Hammerangriff. Hüpfen wäre äußerst dämlich. Aber was wir jetzt mal mit Luigi probieren können, ist, wie anfällig sind diese Stachis auf die Feuerattacke. Frostblume. Den DS gleich mal wieder richtig hingelegt. Und Feuer. Immer schön hämmern, immer schön hämmern. Und das sollte ein Exzellent sein. Das ist es. Oha. Das ist schöner Damage. Das sehe ich sehr gerne. Bros-Attacken scheinen also hier wirklich effektiv zu sein. Da unten gibt es auch noch was, wo wir nachschauen können. Ah, so ein Block. Oh, da bin ich ja wirklich gar nicht so gut drin. Aber wir probieren das Ganze mal. So, zack, zack. Nein! Oh, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Aber mir fehlt da irgendwie der Ehrgeiz, da einen größeren Score zu holen. Irgendwie ist das Spiel einfach nicht so mein Fall. Komme ich hier hoch? Nein, das ist zu hoch für unsere drei Kollegen. In Ordnung, das merke ich mir. Da sind auch nur Sachen zum Ausgraben und... Ah, da kann Paper Mario durch. Schaut euch das mal an. Haha, und er hat 3 Pilze gefunden. Nice, das können wir immer gut gebrauchen. Ich versuche ja wirklich so wenig bis gar kein Geld für Items auszugeben. Ich versuche mir da wirklich alles auf der Overworld selber zusammenzukratzen. Und dass ich da keinen Cent für ausgeben muss. Und hier muss doch jetzt einmal irgendwo Mopsi sein, oder? Ja, auf der Karte ist es mir ja markiert. Da oben ist er auch. Aber ich werde jetzt hier erstmal die ganzen Blumen aktivieren. Das sind nämlich noch schöne, bare Münzen für uns. Und auch da hoch komme ich nicht. Ich bin mir sicher, wir werden bald eine Attacke lernen, mit der wir höher hüpfen können. Das ist eigentlich fast nur logisch. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Mopsi. Hey, Kollege. Da geblieben. Oh yeah, das haben wir gut gemacht. Und jetzt kommt es zu einem Kampf. Nein. Er hat uns alle gedisst. Und er hat uns schon wieder alle gedisst, aber er verliert etwas. Und das ist was für eine Attacke? Den Muschelbohrer. In den Kampf hilft, kann ich gleich nachschauen, wie es geht. Wow. Chillig. Oho, Mopsi hat eine Paarattacke fallen gelassen. Die muss er aus dem Pilzpalast geklaut haben. Wenn wir ihn nochmal erwischen kriegen, bekommen wir bestimmt noch ein paar andere Attacken zurück. Irgendwann werden wir uns Bowsers Festung vornehmen müssen. Doch zuerst schnappen wir uns Mopsi. Okay. Unser Hauptobjektiv ist also gerade Mopsi. Auch interessant. Aber jetzt schauen wir direkt mal in die Kampftipps und schauen, wie diese Paarattacke funktioniert. Den Muschelbohrer üben. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier auf mich zukommt. Starte mit B. Drück B. Okay. A. Ah, da muss ich im richtigen Zeitpunkt drücken. Ja, okay, das sollte ich hinkriegen. Nein! Oh, das ist gar nicht so easy.
Okay, nochmal, nochmal. Jetzt kriege ich eine Exzellentin. Jetzt schaffe ich's. Das kann gar nicht so schwer sein. Oh, was, ist es nun gut? Ah, da muss ich noch B spammen. Okay, das ist nice. Okay, okay, okay. Ein Exzellent will ich schon schaffen. Ein Exzellent will ich schon schaffen. So. Erst richtig timen. Alter, die Attacke ist richtig geil. Die Attacke ist richtig geil. Einmal will ich sie noch machen, weil sie so Spaß macht. Einmal noch, okay? Zack. Und dann B-Spammen! Wow, okay, die ist richtig geil. Die ist geiler Scheiß, Leute. Leute, die Attacke ist geiler Scheiß. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber kann ich die jetzt auch irgendwie auf der Overworld für mich einsetzen? Hey, das ist ja schon wieder Mopsy. Kriegen wir jetzt noch mehr paar Attacken zurück? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bleib da, Mops. Oh nein, er flüchtet in ein neues Gebiet. Da ziehe ich nicht mit. Da ziehe ich nicht mit. Hier gibt es zu viel Stuff, den ich haben will. Und jetzt hat der Paper Mario erwischt. Der blöde Stachy. Aber jetzt können wir direkt mal unsere neue Attacke ausprobieren. Oder soll ich es nochmal mit dem Trio Squash probieren? Dass wir das nicht verlernen? Ja, dann machen wir doch mal das Trio Squash. Einfach nur, damit wir es nicht verlernen. Das können wir zum Glück ein bisschen skippen. So. Auf geht's. Ein Exzellent muss doch da drin sein, oder? Und es ist ein Exzellent, Freunde. Ich hab's doch noch drauf. Sehr gut. Und jetzt sollte auch bald Mario ein Level abbekommen. Und wenn Mario ein... Der lebt noch? Alles klar, du hast doch gelitten, mein Freund. Friss den Hammer. Bam! Aber gerade viele EP geben die Stachis jetzt nicht. Das ist nochmal die andere Sache. Aber naja, es lohnt sich einfach in Mario und Luigi Teilen alle Gegner zu killen. Das ist Gesetz. Das war schon immer so. Wenn man alle Gegner killt und sich wirklich die maximale Anzahl Erfahrungen mitnimmt, dann hat man einfach relativ gute Chancen. Und es ist einfach cool. Diese Kanonenkugel ist so geil. Oh yeah, exzellent. Merkt ihr was? Ich mache wirklich oft exzellent. Ich bin langsam echt gut drin. Oh Gott, was kommt jetzt? Nice, ich konnte beiden ausweichen. Aber habt ihr gemerkt, wie knapp das bei Mario war? Das wird mir nicht immer gelingen. Das kann ich direkt jetzt schon sagen. Und eine neue Paar-Attacke hat Mario noch nicht, oder? Nein, aber auch den roten Panzer. Den haben wir in diesem Part auch noch nicht gesehen. Ich denke, den können wir auch mal wieder auspacken. Gerade gegen Stachis ist er ja ganz gut, ne? Bam! Boah, ein Exzellent nach dem anderen heuch heraus. Leute, ich glaube, ich bin drin. Ich glaube, ich bin in dem Game drin. Weil auch nach einem harten Arbeitstag wie heute, hau ich einfach noch die Skills raus, ja? Das muss man jetzt einfach mal so festhalten. Hier war noch eine Bohne und da vorne habe ich noch ein paar Münzen vergessen. Sonst habe ich, glaube ich, alles. So, die Münze noch und die Münze noch. Ihr merkt, ich gehe hier wirklich perfektionistisch vor. Das ist fast schon peinlich, aber so spiele ich einfach Mario und Luigi Teile. Ich habe schon ein Secret vergessen. Das habe ich in einem anderen Video gesehen. Da gab es aber nur ein paar Münzen. Aber ihr merkt, auch wenn ich mich so, ja, stark umschaue, verpasse ich trotzdem was. Es waren zum Glück nur Münzen. Hey, Mopsy steht auf einmal hinter uns. Gib uns eine neue Paar-Attacke, Mann. Okay, er flüchtet nach unten. Wo will er denn hin? Hat er vielleicht irgendwie ein geheimes Versteck hier oder so? Oh, Mopsy ist geheim versteckt, das wäre doch mal was. Und die Blumen hier sind wie in einer Kegelform aufgestellt. Aber bringt mir nichts, die alle zu aktivieren, sehe ich gerade. Und was? Ernsthaft? Das war kein Erstangriff? Anscheinend nicht. Aber jetzt in diesem Kampf, denke ich mal, können wir Luigis neue Bro-Attacke ausprobieren. Diesen Muschelbohrer. Einfach, weil der geil ist. Und mit Mario mache ich jetzt einfach mal weiter den Hammer, weil ich einfach die Kanonenkugel so geil finde. Wenn sie da mal kommt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Nein! Das Timing ist so schwer auf diese Attacke. Abnormal. So, und jetzt hauen wir mal den Muschelbohrer raus. Im aktiven Kampf. Und zwar auf den unteren, weil der hat mehr Leben. Okay, ich gebe mein Bestes. Oh yeah, das war schon mal ganz gut. Und das war richtig viel Damage. 32. Boah, das ist eine richtig starke Attacke.
Wir bekommen auch den exzellenten Muschelbohrer als Herausforderung. Und jetzt müssen wir diesen Stachel noch besiegen. Nicht, dass uns Mario noch abkratzt. Und das war zum Glück ein toller Treffer. Geil! Paper Mario, auf dich kann man sich verlassen. Und jetzt brauche ich noch einen Stachel. Dann haben wir einen komplett neuen Rang. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Jetzt muss ich aber erstmal Mario mit dem Pilz füttern. Das geht ja mal gar nicht, dass der mir hier so halb am Krepieren ist. Sobald ich mal hier wieder Bohnen bekomme, wird sofort Mario mit Verteidigungsbohnen gepusht. Das sage ich euch. Oh. Das ist ja... Das kann man ja nicht verantworten. Was haben wir hier oben? Ah, zieh meine an. Nochmal einen Schlitz für Paper Mario. Oh, und der bringt mir wieder Items mit. 10 Münzen. Really? Du hast da drin nicht mehr gefunden als 10 Münzen. Enttäuschende Leistung, Paper Mario. Enttäuschende Leistung. Ich laufe jetzt erstmal den Rand ab. Oh, der ist jetzt eh gegen die Wand. Und jetzt konnten wir direkt mal den Erstangriff setzen. Boah, wie viele Stachlis hier in der Wüste leben. Eine Sache fällt mir aber auf, die ich jetzt so leider ein bisschen kritisieren muss. So gern ich dieses Spiel auch mag. Es gibt in den Gebieten sehr, sehr wenig Abwechslung bei den Gegnern. Ich meine, wir hatten in der Graslandschaft hatten wir wirklich nur Goombas. Und hier hatten wir jetzt bisher nur Stachis. Also ein bisschen Abwechslung hätte da nicht schaden können. Ich weiß nicht. Ein paar Knochen trocken oder was ist denn noch? Ein paar Pockys oder... Ich meine, es gibt da wirklich so viele Wüstengegner. Oder Piranha-Pflanzen oder was weiß ich. Aber irgendwie haben wir bisher davon relativ wenig gesehen. Und nun kommt der Moment, den ich die ganze Zeit prophezeit habe. Mario erreicht ein neues Level und damit einen neuen Rang. Und zwar kommt nach dem Pilzrang der Panzerrang. Deine Charaktere erreichen höhere Ränge, indem du ihre Level erhöhst. Jedes Mal, wenn ein neuer Rang erlangt wird, kannst du einen Rangbonus wählen. Rangboni verbessern deine Charaktere, jedoch ist die Anzahl, die du erhalten kannst, begrenzt. Okay. Gib dir einen zusätzlichen Extra-Slot. Mehr Platz für Ausrüstung. Erhöht bei jedem Levelaufstieg die maximale KP um 2. Levelaufstieg die maximale BP um 1. Okay. Okay. Jetzt muss ich nachdenken. Also Ausrüstung plus 1 fällt für mich weg. Weil... ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich jetzt Ausrüstung nehmen würde, dann könnte ich dann kriege ich einen neuen Ausrüstungsslot. Ist ja ganz geil. Aber das kann ich ja bei jedem Rangaufstieg machen. Wenn ich jetzt aber KP zum Beispiel nehme, dann bekomme ich ja bei jedem Levelaufstieg 2 KP mehr. Und je früher ich das nehme, desto mehr Bonus bekomme ich, weil ich den Bonus dadurch ja länger habe. Versteht ihr, was ich meine? Diesen KP-Bonus, da erhalte ich ja pro Level was. Und da kann ich sozusagen den maximalen Bonus ausschöpfen, je früher ich es nehme. Aber jetzt überlege ich gerade, ob ich Verteidigung oder KP nehmen soll. Aber ich glaube, ich nehme KP. Bei jedem Level up erhalte ich 2 KP mehr. Dadurch versuche ich Mario eben... Oh, wir kommen 5 KP dazu. Dadurch versuche ich jetzt Mario eben einen gewissen Verteidigungsboost zu geben, weil er den einfach sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und komm, jetzt müssen hier doch noch irgendwo andere Stachis sein, weil ich eigentlich Luigi auch noch ganz gern diesen Rangbonus geben würde. Jetzt schaue ich erstmal nach, was hier... Ja, da unten ist noch ein Stachi. Jetzt gucke ich aber erstmal, was hier ist. Okay, einfach nur so eine Münzbahn mit Blumen, aber die nehme ich mit. Ich nehme alles mit, ihr kennt mich ja mittlerweile. Und hier haben wir sogar noch so einen Block, wo ich mir was merken muss, okay? Okay, das ist nicht so schwer. Yay! 10 Münzen. Leicht verdientes Geld, sage ich dazu nur. Das ist wirklich leicht verdientes Geld. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir gegen den Kollegen... Ich habe so ein ewig langes Anhängsel hinten dran. Unfassbar. Unfassbar. Und jetzt hauen wir gleich direkt nochmal ein Squash raus. Ich spule das jetzt immer vor, wenn es für euch okay ist. Und ich würde eigentlich nochmal gern exzellent haben. Leute, ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe die Attacke raus. Oh, cool. Wenn ich solche Trio-Attacken gut drauf habe, das kann mir, glaube ich, einen richtig fetten Bonus geben. Und beide sogar instant down. Sehr cool. Aber Luigi bekommt sein Level-Up nicht mehr. Warum hängt denn... Kann mir mal jemand sagen, warum Luigi in den Level-Up so krass hinten dran hängt?
Benötigt er einfach mehr EP als andere Charaktere? Oder hat er irgendwelche EP nicht bekommen? Da bin ich mir nämlich echt nicht sicher. Und hier haben wir Mopsy, der schon wieder flüchtet. Unfassbar. Ach du Scheiße. Lasst mich raten. Diesmal wollt ihr gleich zwei Prinzessinnen retten. Nun, das macht die Sache bestimmt nicht einfacher. What the fuck? Die ganze Wüste verändert sich einfach? Was sagt ihr dazu? Ist es nicht toll, was ich für euch gebastelt habe? Nicht zu danken, kreatives Gestalten war schon immer meine geheime Leidenschaft. Aber das ist noch nicht genug des Guten. Ganz nebenbei habt ihr es auch noch mit der doppelten Menge an Bowsers Schergen zu tun. Ganz egal, wie ihr es versucht. Bowsers Festung werdet ihr nie, nie, nie im Leben betreten. Oh Mann, deine Lache ist echt nervig. Aber lange nicht so nervig wie deine. Oh Mann, die beiden haben sich auch gesucht und gefunden, ne? Aber das komplette Level hat sich jetzt einfach mal umgestaltet mit Papierelementen, ne? Und da will ich jetzt noch direkt mal nachschauen, was uns der gute Papierkamek hier so hergezaubert hat. Hier zum Beispiel hat er uns 5 Münzen hergezaubert. Das finde ich sehr sozial von ihm. Aber hier gibt es auch noch mehr für uns, oder? Wir haben hier ein Schild. Ist vor euch eine Treppe mit zu vielen Stufen? Dann kannst du A, B, Y drücken und deine Kumpels zurufen. Gemeinsam springen, welch ein Glück, heute geht's vorwärts, nicht zurück. Text tot, Musik auch tot. Drücke A, B und Y, um auf höhere Ebenen zu springen. Ach so, mit dem X-Sprung hüpfe ich nicht so hoch, wie wenn ich A, B, Y drücke. Ja, das ist gut zu wissen. Das ist eigentlich ganz gut zu wissen. Und jetzt besorgen wir doch Luigi auch noch dieses Level ab. Das hat er sich nämlich redlich verdient. Den Erstangriff mit dem Hammer verkacke ich irgendwie regelmäßig. Muss ich wohl noch irgendwie üben. Aber mittlerweile bin ich in den Kämpfen gegen die Stachis ja ein Profi. Ich bin ja eigentlich quasi schon ein Stachi-Veteran. Und so, jetzt geben wir dem da unten erstmal. Der ist down. Und der obere hat nämlich einen tollen Treffer von Paper Mario abbekommen. Deswegen denke ich, wird es jetzt auch Luigi schaffen, den auszuschalten. Und warum sollte er auch? Luigi verkackt es. Boah. Ey, dem auszuweichen. Nein! Oh Mann, du bist so ein Lappen, Paper Mario. Aber wir haben keine Kopie verloren, sondern wir haben KP verloren. Naja, haben wir halt einen KP verloren. War halt nicht so erfolgreich, aber trotzdem sollte er jetzt Luigi sein Level abbekommen. Und das tut er. Das tut er. Und auch nun für ihn können wir einen Rangbonus auswählen. Jetzt will ich mal gucken, was mir bei ihm angeboten wird. Das gleiche? Ah, nein! KP Plus kann ich jetzt nicht mehr. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Dass Mario und Luigi auf dieselben Boni zugreifen. Weil ich jetzt Mario das KP Plus gegeben habe, hat es Luigi jetzt einfach nicht mehr. Okay, das ist cool. Luigi, was braucht denn Luigi? Also, Verteidigung braucht er nicht. Das hat er von Natur aus. Ich denke, das muss ich nicht noch mehr pushen. BP oder Bart? Ich glaube, ich werde den Bart nehmen. Weil Glückstreffer können Luigi immer gut tun. Außerdem, durch den Bartwert verringert sich der Preis bei Läden und so. Deswegen werde ich für Luigi, glaube ich, den Bart wählen. Ah, da steht es auch, nur von einem Teammitglied wählbar. Oh Mann, hätte ich es doch mal vorher gelesen. Und wir bekommen 4 Bart. Oh ja, ich sehe schon kommen. Luigi wird jetzt dann bald einen Glückstreffer nach dem anderen raushauen. Nice. Okay, hier haben wir noch... Oh, stopp, falscher Move. 3 Pilze. Das ist viel. Und sonst gibt es hier aber nichts mehr für uns, oder? Habe ich irgendwas noch verpasst? Hier hinten komme ich hoch. Hier hinten komme ich sogar hoch. Da kann ich nochmal die Blumen umdrehen, aber das bringt mir eigentlich nichts, oder? Was bringt es mir, diese Blumen umzudrehen? Ah, oh, Moment, da hinten habe ich noch eine Blume vergessen. Yay. Und dann ist da ein verdächtiger Knopf. Und ich... Oh Gott, da muss ich ganz viel hüpfen. Okay. Den Knopf werde ich aber erst beim nächsten Mal drücken, Leute.
Denn wir sind wieder bei, boah Gott, fast 25 Minuten und jetzt fängt ihr auch noch an zu reden. Ach, da fällt mir doch gleich was ein. Ihr habt doch noch eure Hämmer, oder? Ja. Wechselt das Aktionssymbol, um sie einsetzen zu können. Drückt dafür einfach L oder R. Das wird mir jetzt erklärt. Das verwende ich schon die ganze Zeit. Boah, diese Tutorials. Noch einfach geht es, wenn du sie auf den Touchscreen berührst. Ja. Falls euch das nicht merken könnt, schaut einfach den Tipps nach. Boah, also Tutorials werden hier einem echt in den Arsch geschoben. Leute, danke fürs Einschalten. Beim nächsten Mal werden wir dann hier in der Wüste weiterschauen, ob es da noch was für uns gibt und wie wir diese ganzen Papierelemente irgendwie zu unseren Gunsten ausnutzen können, denn wir müssen immer noch Mopsy verfolgen, ja? Der hat unsere Paarattacken. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, euer Hübi. Haut rein.